was in dieser Folge geschehen wird. Dann probier's mal mit einem Strich. Ciao. Hi, Tachchen. Hallo, Herr Gleckmeier. Wer? Der hat mir alles versaut. Dankeschön, Gleck. Hat sie dir Nudes geschickt, Digga? Bah! What's wrong? Scared. Wollen wir doch erstmal zusammen gucken, was hier auf dem Yellow Pages. Das Bahama Mama plant die große Eröffnung. Okay. Kann man da nicht anrufen? Abend, das Bahama Mama, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mal fragen, wo finde ich denn hier dein Shoppen? Auf alle Fälle kein Shoppen, ein schönes Etablissement. Das weiß ich ja nicht. Wo finde ich dein Etablissement? Ein Etablissement ist geschlossen. Läuft wahrscheinlich nicht so gut, ne? Das kannst du beurteilen, weil du es noch nicht gesehen hast. Naja, ich kann dir auf jeden Fall eine Empfehlung geben. Wenn das Bahamas Mamas nicht so gut läuft, dann probier's mal mit einem Strich. Ciao. So, erste Ansage schon mal gemacht. Schnucki, kannst du mal zur Seite? Ich scheint kaputt zu sein, die dumme Sau. Simp incoming. Entschuldigung, der Herr, warum so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Sie haben gesagt, irgendwas kaputt seien. Ja, die Frau da hinten ist kaputt, die geht mir nicht aus dem Weg. Warum sollte sie auch aus dem Weg, wenn sie uns so anpöbeln? Wer redet denn eigentlich mit dir? Er hat vorhin mit mir geredet, er redet mit mir da hinten. Nee, der redet gerade mit mir und der redet gar nicht und du mischst dich hier einfach ein. Keiner will, dass du redest, genau. Menschen, die sich hier wichtig machen wollen. Und beim nächsten Mal machst du gefälligst Platz! Sau! Der zieht Knarre, Bruder. Er zieht sofort Knarre, Digga. So ein richtiger Sip-Server. Was ist das denn, Alter? Bleib doch mal entspannt, Alter. Blue Performance. Warte mal, wir rufen da mal an. Oh, da kommen welche. Ach du Scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass das jemand ist, dessen Frau ich gerade wahrscheinlich dumm angemacht habe. Wir fragen mal nach. Oh mein Gott. Ich glaube, der ist unterm Fahren eingeschlafen. Mach deine Waffe weg. Du kannst auch diesen Mann nicht verletzen. Aber das ist doch normal so in Russland. Das ist nicht normal. Mal schön mute schalten. Wer kann sich denn so eine Scheiße geben, Digga? Also anscheinend wird hier nicht viel RP gemacht, Digga. Komm, wo hast du ihn denn abgeknallt? Da habe ich ihn abgeknallt. Ah, okay, alles klar. Abend. Ich wurde hier RDM'd, also abgeknallt ohne irgendeinen Call. Und jetzt stehen 4 Leute um mich herum, aber ich lieg da jetzt tot und ich frag mich, was das einfach soll. Wir hatten heute ein Whitelist-Gespräch, worüber wir diskutiert haben, was vielleicht wichtig für RP ist. Und ich komme hier rauf, boom, Kopfschuss. Ja, man muss dazu sagen, wir haben gerade, also Leute einfach gerade da, die gerne trollen. Und hier sind wir gerade nach und nach am Aussortieren. Kannst du mal gucken, wer mich abgeknallt hat? Du hast doch bestimmt Logs oder so. Das kann der Owner gerade, oder der ist gerade dabei. Warum habt ihr denn Troller hier auf dem Server? Ja, irgendeinen anderen Streamer, der irgendwie gelabert hat und so. Für einen Streamer? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht mal. Gefühlt dreimal gehört, aber nicht einmal verstanden. Ja, diese ganzen Streamer gehen mir auch auf den Sack. Justin, guck mal nach oben in der Einreise. Herzlich willkommen, so sieht das aus, wenn du einen Shitstorm kriegst. Was für ein Shitstorm, was habt ihr denn gemacht? Bei uns war so ein komischer Streamer, der meint, uns negativ darzustellen, wo es bei ihm langweilig ist und er geldgeil ist. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Also ich lieg jetzt immer noch auf dem Boden, werd jetzt von irgendwelchen Medizinern hochgeholt. Ja. Kann mir einer sagen, wer mich abgeknallt hat? Versuchen wir gerade rauszufinden. Welcher von euch ist das hier, IC, bei mir? Hallöchen. Ja, irgendjemand war der Meinung, wahrscheinlich auf mich zu schießen oder so, keine Ahnung. Erstmal hinsetzen, sie sind unter Schock, glaube ich, dass sie ihre Schmerzen nicht spüren. So, wie geht's Ihnen denn da? Was fehlt Ihnen? Ja, könnten Sie das im Beisein von nur arztrelevanten Menschen machen? Was muss denn das sein hier in der Öffentlichkeit mit irgendwelchen... Natürlich alle, bitte, was kein Arzt ist. Die Herrschaften haben Ihnen aber geholfen, muss man sagen, ja? Cool. So, was fehlt Ihnen? Am Kopf. Wer hat denn mit dir geredet, Süße? Hä? Das ist... ein Medic, meine Kollegin. Was ist mit Ihnen los? Ach so, Entschuldigung? Ich, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie Medic ist. Müssen Sie trotzdem eine Frau so anbrüllen? Ja, bleib doch mal locker, Süße, ich wusste es nicht, okay. Nenn mich bitte nicht Süße. Ja, ist doch gut, ich wusste es nicht. Ich glaube, Ihnen geht's ein bisschen zu gut, ha? Sie brauchen gar keine Behandlung. Ja, ja, die auch, Keule, hau rin, ne? Und sag deiner Püppi, die soll mir nicht, also soll nicht so eingeschnappt sein. Ach, wir werden uns noch sehen. Bis dann, Zuckerschnucki. Alter, ist die drauf jetzt, ne? Nichts drauf. Wir hätten ihn ausbluten lassen sollen. Die Arme, Digga. Es ist ja kacke, so viele Troller drauf sind. Ja, hätte ich das definitiv gewusst, wäre ich gar nicht hier raufgekommen, Digga. Aber der Typ meinte auf jeden Fall, dass er geldgeil wäre. Gleckmeier, der die alte geldgeile Socke, ja. Hätte ich gewusst, dass der hier auf dem Server gewesen ist. Ich wäre gar nicht hier raufgekommen, Bruder. Das regelt sich auch schon wieder schnell. Sie hören mich? Allgemeine Notiz noch für Sie. Allgemein höflich bleiben. Ansonsten können wir Sie mal nächstes Mal mitnehmen und einbuchten. Wofür? Weil ich nicht freundlich zu war, oder was? Ja, weil sie beleidigend war. Deswegen. Wen habe ich denn beleidigt? Ey, Frank. Waren. Hast du
du, haben dich gerade die Medics hochgeholt? Das war die Aussage, nur ja. Damit, warum streisten du die an? Weil ich RP machen möchte. Aber ich kann doch unfreundlich sein, oder nicht? Ja, aber ich meine, weißt du, guck mal, die machen sich die Mühe, fahren da extra hin, um dein Leben zu retten. Und musst du die dann einfach anzuschreien, ist ein bisschen oder nicht? Ja, natürlich ist das das macht man nicht, das ist ja maximal widerlich, ne? Aber man kann doch so ein bisschen. Es war okay, klar, ich habe mich aber kurz erschrocken, warum du auf einmal geschrien hast. Ich habe mich auf einmal angesprochen gefühlt, aber alles gut. Also gerade wurde aber jetzt nicht von Trollern, sondern von anderen Leuten mein Roller umgefahren. Ja gut, da musst du mal bedenken, die sinken und so, ne? Also ich darf nicht eine Frau anschreien, eine Medic-Frau anschreien, kriege ich Ärger im Support, aber die dürfen meinen Roller einfach umfahren. Nee, dürfen eigentlich nicht. Mr. Smith, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie in Bahamas angerufen? Ich habe in Bahamas angerufen, ja. Hast du zu mir gesagt, ich soll auf den Strich gehen? Ja. Warum? Weil du unfreundlich im RP zu mir warst. Leute, im Ernst, dieses Video beinhaltet keine Werbung. Wir geben uns Mühe für euch. Danke, dass ihr euch dieses Video anschaut. Aber seid doch so gut und abonniert rein, Mann! Weil ich unfreundlich war. Du warst auch unfreundlich und hast mein Etablissement als Schuppen bezeichnet. Waren auf dem Server hier gezwungen, zu allen nett zu sein? Nein, das nicht, aber ich sag mal, weiß ich nicht, ob man zu einer Frau sagen soll, sie soll auf den Strich gehen. Warte mal bitte ganz kurz. Hi, Tachchen. Hallo, Herr Gleckmeier. Wer? Du bist doch der Frank, der im Support sitzt, ne? Ich bin der Frank, der im Support sitzt, ja, aber ich bin nicht Gleckmeier. Bist du dir sicher? Ja, ich bin nicht Gleckmeier, Bro. Und wurde gerade was anderes berichtet. Ich schwöre dir hoch und heilig, ich bin nicht Gleckmeier. Gut, ich klär's kurz. Entschuldigung, Schnucki, wo finde ich denn hier das Autofahrleichen? Ach so, nee, also von ihm kriegst du gleich ein Auto. Warum? Haben wir vorhin telefoniert? Ich habe noch nicht mein Handy, ich bin auch gerade erst angekommen. Da ist gleich er schon bei dir, ne? So eine Zuckerpuppe wie dich hätte ich auch eingereist. Nee, es geht ja darum, dass er mir das Auto gibt. Welches Auto? Du kriegst so ein Anfängerauto hier. Warum habe ich keins bekommen? Ja, du musst kurz warten, bis er es dir gibt. Er sagt dir, welche das sind. Und dann... Troller? Was laberst du für eine du Schwanni. Ich hab doch gar nicht getrollt. Dein Server ist ein Troll-Server. Er bannt mich auch direkt vom Discord. Bloß nicht mit ihm reden. Mr. Gleckmeier? Ich bin nicht Gleckmeier, hallo. Also, Jungs, das war der Server namens Hangover Live. Naja, wenigstens konnten wir guten Content rausholen, Digga. Hätte ich gewusst, dass Gleckmeier auf dem Server war, ich schwör's dir, ich wäre gar nicht darauf gegangen. Der hat mir alles versaut. Dankeschön, Gleck. Vielen, vielen Dank, Digga. Unglaublich. Also ganz ehrlich, Gleck hat mir wirklich gerade den Content versaut, Alter. Aber ich würde mal sagen, Spaß, Digga. Er war halt schneller. Digga, ganz komisch, ne? Ich hab gar nichts bekommen. Da kommt eine Olle auf den Server und die kriegt ein Auto, ja? Die kriegt eine Autokeule. Aber hier, der hier nicht, ne? Ich war doch auch neu. Ich hab noch ein ganz normales Whitelist gespielt. Warum habe ich kein Auto bekommen? Hat sie dir Nudes geschickt, Digga? Bah! Ich hab den Verwalter nicht anhalten. Ich wurde überfallen. Wie, du würdest überfallen? Ich wurde überfallen. Mein Handy weg. Mein Geld weg. Alles weg. Willst du einmal aus der Sperrzone entfernen? Warum richten sie eine Waffe auf mich? Wenn du in der Sperrzone bist. Oh mein Gott, nein, oder? Hör sie auf mich eine Waffe zu richten. Achso, komm mal her. Ja, komm mal her, ich sag dir, wer das ist. Fanboy. Der Herr, weg von den Fahrzeugen. Ich will nichts von ihren Fahrzeugen, ich hab mein eigenes. Oh mein Gott, sie haben ihn getötet. Der Herr, ist alles gut bei Ihnen? Sie Schwein, haben Sie diesen Menschen getötet? Ich bin nur ein Auto gefahren und dann wurde ich von der Polizei beschossen und angehalten. Ich hab du keine Ahnung, was dreckiges Schwein! Ey, ah, cooler ey, Typ, ey, noch ey. Einmal, schwör dir mit meiner... Oh. Jo, danke. Ey. Das musst du sein. Ich will Auto fahren, nimm sie da raus! Ey, nimm mich mit! Das nächste Mal am besten freiwillig aus der Sperrzone. Okay, so. Ich weiß, wer das ist. Oh nein, oder? Scheiß Fanboy. Jo. Das war für dein Scheiß Meter, du Sohn. Ein gelbes Auto ist jetzt auch nicht besonders unauffällig, ne? Oh nein, was hab ich gemacht? Hilfe! Kommen Sie schnell! 1070 in der Nähe. Oh Gott. Ich bin Straße gerannt und ich hab ihn überfahren. Echt, oder? Ich mein's ernst. Ich wollte das nicht. Können Sie ihn retten? Warum rennst du auch über die Straße, du Idiot? Verdammt, komm ich jetzt ins Gefängnis? Klären wir gleich. Bitte, es war keine Absicht. Ich bin hier wirklich auf dem Weg zum Krankenhaus gewesen. Hast du ihn nicht gesehen, oder was? Nein! Mhm. Meinen Sie, er schafft es? Kann ich schlecht beurteilen, ich bin kein Mediziner. Medic, bitte, retten Sie ihm das Leben, bitte. Meinen Sie, er schafft es? Bitte. Ja, das sieht gut aus. Hoi. Hallo? Du Idiot! Hallo? Dem hat die Sprache verschlagen, glaube ich. Hallo? Warst du auch vorher schon behindert oder erst nach dem Unfall? Was für ein Unfall? Der ist nicht ganz bei sich. Wie geht's ihm? Du Scheiße! Was stimmt nicht mit dem? Nimm den mal mit. Ja. Ja, 10-4, ich habe hier gerade so einen Psychopathen hier rumlaufen. Ungejahre Crash-Banane. Bruder, stimmt nicht mit dem. Die falsche Richtung. Oh, Digga.
Game ist gecrashed. Das ist ein Auto, Digga. Ja, Digga, er funktioniert. Krass, Bruder. Keine Ahnung, egal wer den da hat liegen lassen, ich küsse dein Herz. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Motorradunfall. Das ist mein Bruder. Der ist nur ein bisschen behindert. Nicht nur dein Bruder. Danke. Dieser Junge, Digga. Der Junge hat's echt drauf, Alter. Ach Mann, was willst du von meinen Eiern? So, darf ich fragen, wo sie das Auto haben? Ich hab es gefunden. Sie wissen, dass das ein Auto der US Army ist? Das wusste ich nicht, aber ich hab's gefunden. Ich meine das wirklich ernst. Und Sie meinen, kann man einfach ein Fahrzeug der US Army nehmen? Da steht doch nirgendwo drauf, dass es der Armee gehört. Steigen Sie doch einmal bitte aus und lesen ganz kurz das Kennzeichen. Da steht ja wirklich Army drauf. Es tut mir leid. Sie können doch nicht einfach so ein Fahrzeug nehmen, was hier so rumsteht. Ich brauche eins. Ich kann ja nichts dafür, dass die bei der Armee nur Leute einstellen, die nur singen und klatschen können. Hey, ganz vorsichtig, ja? Aber entschuldigen Sie, welcher Soldat macht denn so etwas? Das darf definitiv nicht mehr vorkommen, aber Sie dürfen genauso wenig das Fahrzeug einfach so nehmen. Ja, aber ich habe kein Fahrzeug. Ich muss doch mobil sein. Wo müssen Sie denn hin? Ich muss zum Handy laden. Ja, da kann ich Sie auch hinbringen. Also, soll ich denn fahren? Nein, den Armeenfuzzi traue ich nicht. Der lässt ja sein Auto offen. Ich bin der Chef der Armeenfuzzis. Wie bitte? Was braucht man denn bei Ihnen, um bei der Armee einzutreten? Definitiv keine Vergangenheit als Fahrzeugdiebstähler. Also wollen Sie jetzt noch zum Handyladen gebracht werden? Ja, auf jeden Fall. Perfekt, dann alle mal mit einsteigen. Auch Frauen in die Armee auf? Na, ja. Eine muss ja putzen, oder? Hast du was gegen Frauen? Schweig, du Weib. Hey, mein Freund, was soll denn das? Salutier, steh stramm! Bitte was? Du sollst salutieren! Du darfst aussteigen! Ich sitze doch neben deinem Chef, Schnucki. Holst du deinem Chef mal bitte einen Kaffee und hältst ihn nicht von der Arbeit ab. Sag mal, alles gut. Doch. Kann ich einmal bitte Ihren Personalausweis haben? Dankeschön, Herr Meier. Können Sie dann einmal bitte sich mit dem Rücken zu mir drehen? Wollen Sie mich festnehmen? Ja, ich werde nicht wegrennen, ich will's nur wissen. Ja. Das ist gut, dass Sie das machen und nicht die Waschmaschine. Wusste ich, dass es heutzutage noch solche ekelhaften Menschen gibt? Entschuldigen Sie, wir leben in einer Welt, wo irgendwelche Alten einfach in die Armee können. Kick dir die Alte mal an. Man läuft hier mit einer Sonnenbrille rum und fühlt sich... Geh und mach uns Kaffee, Kleine. Vielleicht sollten Sie mal die Geschichte dahinter hinterfragen, warum Leute in der US Army sind oder nicht. Nennen Sie die nochmal Schnucki, dann kommen sie direkt weg. Okay, ich frag Sie, warum bist du in der Armee? Wolltest du kochen lernen? Schnucki. Dankeschön. Halt einfach deine Maulsüße. Halt's Maul! Der Mann muss irgendwas kompensieren, glaube ich. Ich glaube auch. Ich kann nicht mehr in mein Fahrzeug einsteigen. Das liegt daran, dass sie den Türgriff hier kaputt gemacht hat. Warum geben sie dir überhaupt ein Auto? Sind sie wahnsinnig? Ja, haben sie recht. Tut mir leid. Konowowski, ich glaube, ich muss Sie jetzt einmal bitten, da an der Beifahrerseite einzusteigen. Ich muss jetzt mal definitiv ein paar Disziplinarmaßnahmen eintreten. Perfekt, alles klar. Ja, Sir, wir kümmern uns darum. Ja, dankeschön. Schön machst du das, auf den Mann zu hören. Schnucki. Ist nicht warum. Hier sind Affen, Sir. Ah doch, wollen Sie mal gegen den Affen? Nee, kein Film, gar kein Problem. Kein Ding. Lieber mit einem Affen zu tun haben, als mit der Alten da. Ich denke, wenn Sie so drauf sind, haben Sie auch gar kein Problem, wenn wir mal neue Waffen an die testen. Nein, warum an mir? Ich hab doch nichts gemacht. Ach, da gucke ich weg. Der hat da was hingespawnt, das geht gar nicht, Digga. Das ist aber ja sehr rassistisch, was da gerade steht, ne? Gute Reise, gute Besserung. Was ein Lutscher. Pädophilie auf RP-Servern ist schon echt kindisch, ne? Ciao, ciao. Du bist doch ein Pedo. Ist ja niedlich. Ey, warum habt ihr so rassistische auf eurem Server. Guck mal, der band mich mit dem Reason. Bye, bye. Digga, auf deinem Server ist Hardcore-Nazi-Stuff gerade gewesen. Und du bannst mich weg? Bruder, ich glaub noch nicht mal, dass das ein Modder war, ne? Das hat den gar nicht interessiert mit dem Affen. Das waren die, Digga. Also auf KW-RP, Kraftwerk-Roleplay, haut die Projektleitung irgendwelche Kuckucks-Clan-Mitglieder einfach da rein, Digga. Also davon distanziere ich mich ja maximal. Willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Mach doch!